Ehre, wem Ehre gebühret. Martin Smolinski ist der neue Langbahnweltmeister. Also gibt es auch jeden Grund, den heute in einer Sonderausgabe von Pitwalk TV, von unserem großen Speedway-Experten-Talk, angemessen zu feiern. Das Finale fand am vergangenen Wochenende in Roden statt. Das liegt im nördlichen Teil in Friesland, der Niederlande. Martin Smolinski kam mit einem knappen Vorsprung auf Lukas Fienhage, den erweiterten Lokalmatadoren. Zu diesem Endlauf, Fienhage stammt ja aus dem Oldenburger Land, also nur einen Katzensprung auf die andere Seite der Grenze bei Ostfriesland oder im Emsland. Romano Hummel, der eigentlich auch hätte mitfahren wollen, hat sich noch krank melden müssen. Die Ärzte haben sich dagegen entschieden, ihm die Freigabe, ihm die Gesundschreibung zu erteilen. Lukas Fienhage, der ärgste Herausforderer von Tabellenführer Martin Smolinski. Zach Whitenecht aus Bristol und Bauer Chris Harris aus Cornwall ebenfalls noch mit Außenseiterchancen. Bislang haben die Deutschen die Langbahnszene in diesem Jahr dominiert. Lukas Fienhage macht auf der kurzen Bahn in Roden, die wie auch Morizet eher Speedway-ähnliche Züge in sich trägt, mit dieser Dominanz lückenlos weiter. Fienhage hält den Kessel gegen Martin Smolinski permanent unter Dampf und Smolinski muss sich von Anfang an gegen das wilde Anrennen von Lukas Fienhage zur Wehr setzen. Zwischendurch sieht es mal ziemlich wackelig aus, da muss Smolinski sogar noch darum kämpfen, nicht in diesen sogenannten Last Chance Heat, also quasi den Hoffnungslauf mit noch einer Freikarte fürs Finale, Einzug halten zu müssen. Er rettet sich schließlich ins Finale und dann sagt die Arithmetik, dass er dort alles werden darf, nur nicht Letzter, um Weltmeister zu werden. Fienhage macht alles, was er machen muss und was er machen kann. Der Norddeutsche gewinnt den Finallauf von Roden. Martin Smolinski allerdings verwaltet seinen Vorsprung, beobachtet Fienhage aus der Verfolgerposition und sichert damit seinen neuerlichen Titel ab. Nun fragt sich natürlich, nicht zuletzt ganz Bahnsport Deutschland, die alles entscheidende Frage: Tritt Martin Smolinski jetzt auf dem Höhepunkt seines Schaffens und seiner Leistungsausbeute ab? Ist die Bilanz so gut, dass er sagt, man hört auf, wenn es am schönsten wird? Und konzentriert der Bayer aus Olching sich mit knapp 40 Jahren jetzt darauf, seinen Tuningbetrieb aufzubauen und auszubauen vor allen Dingen? Er hat ja in diesem Jahr schon auf der Langbahn seine eigenen Motoren gefahren und hat ja auch in der Speedway-Szene einen festen Fuß in der Tür in der polnischen Landschaft. Und natürlich habe ich ihn auch mit dieser Frage konfrontiert. Zunächst einmal allerdings gibt es tatsächlich Anlass, Martin Smolinski in diesem Oktoberfest des Bahnsport-Talks ausgiebig zu feiern. Jetzt spricht der Weltmeister und er spricht mit mir, Norbert Okenga. So, Herr Weltmeister, da ist aber einer mächtig stolz, wie man sieht. Goldmedaille baumelt noch, die Nummer 1 steht im Hintergrund. Hast es in Roden aber ganz schön spannend gemacht. Ja gut, wir haben spannend gemacht, aber es war mir persönlich ja nicht klar, dass es ein Last Heat Decider wäre. Ich meine, Leute, wir können ja, glaube ich, alle ein bisschen rechnen. Und da war eigentlich ganz klar, 8 Punkte Vorsprung war doch eigentlich ganz schön viel. Aber wenn ich nicht ins Finale komme, dann muss Fienhage gewinnen oder will ich dann mal gewinnen, um da vorne zu stehen. Also unser Ziel war ja wirklich einfach ins Finale zu kommen. Und dann war es rechnerisch eigentlich klar, ich darf nicht Letzter werden. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Dann bin ich Weltmeister. Und Lukas Fienhage hatte wirklich ja das Messer zwischen den Zähnen und er war schnell unterwegs. Hier merkt man aber auch, ja, die jungen Wilden, ich meine, die sind ja zwischen 15 und 18 Jahre jünger als ich, also Zach Weidknecht und Lukas Fienhage. Aber hier kommt wirklich die Erfahrung des alten Mannes ein bisschen zugute und ich habe ein bisschen rechnen können. Ja, ich hatte im Vorlauf, ich habe mich ja wirklich über den letzten Drücker reinqualifiziert in das Hauptfeld, also in das Finale ohne Last Chance Heat. Ich wollte gerade sagen, es sah ja zwischendurch sogar so aus, als müsstest du in diesen Last Chance Heat noch hinein und dann wäre es wahrscheinlich richtig eng geworden, oder? Ja, es wäre richtig eng geworden. Es ist, ich war im Großen und Ganzen doch recht zufrieden. Meine Jungs haben gut gearbeitet. Ich muss ehrlich sagen, ich war eigentlich den ganzen Tag über nicht ganz so zufrieden mit mit meinem Fahren. Also ich bin nach dem Training rausgekommen, habe zu meinen Jungs gesagt, Jungs, ich fühle mich nicht richtig wohl auf dem Motorrad. Das ist alles sehr schwierig. Wir sind nicht schnell genug. Wir waren ja zum Zeitpunkt in Roden mit Data Recording oder mit Transponder unterwegs. Und dann sagen die Jungs, oder Martin, mal ganz langsam, schau bitte erstmal auf die Zeitenliste, wo wir stehen. Und wir waren, glaube ich, dann, ich glaube,
drei oder vier Zehntel auf die fliegende Runde schneller als Chris Harris auf Platz zwei. Und dann kam wieder lange nichts. Also ich war zeitweise bis zu einer Sekunde auf die fliegende Runde schneller. Das war schon eine, ich sag mal, eine Weltmacht, kann man da wirklich sagen. Aber mein Material hat mir es wirklich abverlangt. Also ich hätte vielleicht, wir haben dann bei der Analyse beim Nachhausefahren hätte ich doch vielleicht das andere Motorrad wechseln sollen. Das war vielleicht ein bisschen einfacher zum Fahren, war nicht ganz so leistungsstark. Aber ich meine, es ist nichtsdestotrotz, ich meine, wir waren schnell unterwegs. Schade war dieses Mal, wir konnten dieses Mal überhaupt nicht überholen auf dieser Bahn. Es war eigentlich eine reine Startsache. Wir haben uns nach der ersten Ecke eingereiht und es gab keinerlei Möglichkeit, wirklich zu überholen, weil ich meine, ich bin am Körper grün und blau, ich habe es versucht. Ich bin vier Runden außen an Kenny Kroos Hansen geklebt, aber ich kam nicht an ihm vorbei, weil einfach die Bahn nicht mehr hergegeben hat. Du bist grün und blau, weil dir so viele Brocken um die Ohren geflogen sind. Ja, ganz genau. Also ich meine, wenn ich mir jetzt ausziehen würde, ich meine, das ist, ich habe ja wirklich schon so, ja, ich habe ein paar grüne und blaue Flecken. Man kann es ja auch mal herzeigen, ist ja gar nicht so. Ich muss ja nur kurz mein Pullover ausziehen, dann geht es eigentlich. Man glaubt so oft gar nicht, aber man hat da schon wirklich, ich habe nicht ganz so viele, man sieht es hier zum Beispiel an den Armen. Mein Oberschenkel schaut ein bisschen schlimmer aus. Ich möchte mir jetzt hier nicht ganz entkleiden, ist schon besser geworden, aber man ist schon wirklich grün und blau. Also wirklich, wenn man da so hinterherfährt. Und es gab dieses Mal sehr, sehr viel Steine. Der Veranstalter hat sich ein bisschen bei uns entschuldigt. Es sind ja zwei Leute, das ist der Roden und der Verein aus Groningen. Das sind ja zwei Vereine, was das machen. Und der hat sich ein bisschen entschuldigt über die schlechte Bahn, weil ich kenne ja eigentlich die Bahn in Roden als eine perfekte Bahn, wunderschön zum Fahren. Man kann wirklich die Wand außen nutzen oder wirklich den äußeren Streifen. Hat diesmal gar nicht funktioniert. Es ging alles am grünen, also am Innenstrich, am weißen Strich entlang. Da waren extrem tiefe Rillen drin, die hat man mitnehmen müssen und dann war man schnell. Und wenn du vorne warst, dann warst du eigentlich nicht mehr überholbar. Also es gab, glaube ich, im ganzen Renntag keine. Ich glaube, keine fünf Überholmanöver. Aber ich meine, im Vergleich zum Spiegel Grand Prix, wir hatten einen Last Heat Decider. Wir wussten, Finagi muss gewinnen. Ich darf nicht Letzter werden. Natürlich, ihm geht im Kopf vor, gut, ich bin jetzt vorne. Jetzt muss er natürlich beten, dass ich Letzter bin. Gut, ich habe mich dann gleich in der ersten Kurve nach vorne gesetzt auf Platz 3. Habe dann sicherlich meinen Platz auf Platz 3 schön gehalten. Habe das Rennen ein bisschen, ich sag mal, gesteuert in der Mitte drin, also ein Harris. Und dann, ja, ich meine, wenn man dann über die Ziellinie fährt und man hat seine deutsche Fans mit dabei. Es war wirklich eine volle Hütte. Die haben dann die Begalos angezündet. Die vielen Smolinski 84er Deutschlandfahnen wurden geweht und die Party war dann im Gange. Wobei die hätte es auch gegeben, wenn Finhage gewonnen hätte, oder? Denn Lukas Finhage kommt ja eigentlich noch eher aus der Region, hat also wahrscheinlich eher mehr Zuschauer über die Grenze gezogen als du. Finhage ist gebürtig aus Lohne, also aus der Nähe von Oldenburg. Das ist aus dem Emsland raus keine Stunde bis nach Roden. Du hast dagegen die halbe Republik. Ja, wir haben ja doch eine halbe Weltreise vor uns gehabt. Ich meine, aber da muss ich jetzt eingebildet sein. Ich meine, ich glaube, ich hatte die meisten Fans vor Ort, auch im Vergleich mit Romano Hummel, der was ja auch einen ganz guten Fan-Pack mit dabei hat, was er leider nicht mehr starten hat können, hat selber gesagt, er ist nicht fit genug, was ich wirklich gut auch von ihm finde, weil er einfach eine Woche nach Intensivstation gesagt hat, er ist da Kopf, es hat so viele Schmerzen, es funktioniert nicht. Meine Fans, muss ich wirklich sagen, ich meine, die sind, glaube ich, mit vier oder mit sechs Bussen und ja, mit so 14 Sitzer, 13, also eigentlich mit Kleinbussen so, ich meine, Sprintergröße angereist, die waren da wirklich schon auch von da oben viele einzeln angereist, also es waren schon gute 200, 300 Smolinski-Fans vor Ort und das sieht auch der Veranstalter, die hat sich auch bei mir im Nachhinein bedankt, es war im Nachhinein ja viel Gespräch und auch viel Kommunikation vorhanden, ich hatte ein bisschen Zeit, weil einerseits, wir mussten im Nachhinein die Motoren aufmachen, also ging es dann wirklich, Motoren wurden ausgebaut, Motoren wurden ausgelittert oder eigentlich gemessen, dann musste ich eine Dopingkontrolle machen, ich meine, dauert dann auch immer ganz wenig, dann sitzt du einfach mal ganz lange im Büro umeinander und dann unterhält man sich ja mit den Vorständen und die haben sich alle bei mir bedankt. Ich meine, weil es ist, wenn du ja Fans hast, die was eine Stimmung machen, die was die Sirene mit dabei haben, die was Trompeten dabei haben, die was Bengalos dabei haben, die was wirklich Fahnen schwenken, die reißen ja die anderen Zuschauer auch mit. Das ist ja ein Miteinander, das was ich ja die letzten Jahre in Landshut aufgebaut habe. Das waren ja alles meine Fans oder sind meine Fans und ja, die waren jetzt alle bei mir in Roden und die haben da richtig Stimmung gemacht. Und wenn man halt so große, ich sag mal, ja, 5 auf 5 Meter 84er Fahnen sieht, das macht dann schon was her. Da kann ich schon wirklich Dankeschön sagen, dass ich solch geile Fans habe. Ja, das freut natürlich mit Sicherheit den Veranstalter, vor allen Dingen, wenn das die Stimmung dann überschwappt. Ich kann mich noch erinnern, wie wir das früher gehabt haben, als Günther Bauer da der Volksheld gewesen ist beim Master of Spikes in Berlin-Hohenschönhausen, was Gerd Sievers da ein paar Mal zwischen den Jahren ausgerichtet hat und wo Günther dann da, ich Günther Bauer als Bahnsprecher Günther Bauer zum Idol hochstilisieren konnte, der das mitgemacht hat mit Wheelies und allem drum und dran. Das ist dann natürlich schon mal eine Atmosphäre, die kriegst du so im Prinzip nur
im Bahnsport hin. Die hast du nicht auf der normalen Rundstrecke bei der MotoGP zum Beispiel oder bei der Formel 1, weil da einfach zu viel Distanz ist. Diese Distanz überbrückst du eigentlich nur auf Anlagen, wo tatsächlich der Zuschauer, der Fan, direkt dran ist, direkt mitkriegt, was das Idol dann macht, aber auch mitkriegt, wie die eigene Resonanz oder wie die Resonanz des Idols auf das eigene Schreien ausfällt. Ja, ich meine, da hast du vollkommen recht. Ich meine, der Sport hängt und fällt von Local Heroes. Es kommt auch viel von Charaktere, Persönlichkeiten. Wie arbeite ich? Wie interagiere ich meinen Fans, Zuschauern? Wie arbeite ich? Man hat ja auch ganz viel Aussagen. Wenn man nur kurz den Leuten winkt, man freut sich, man zeigt ihnen die Faust, es geht weiter. Klar, man ist konzentriert, aber ich meine, die Fans nehmen sowas auf. Ich kann nur sagen, zum Schluss, es gibt ein paar Videos von mir zum Schluss. Ich meine, die Fans haben mich ja noch gefeiert. Ich war ja lange nicht da, weil ich musste ja zur Dopingkontrolle und die hatten dann bei mir, ich meine, das komplette Fahrerlager war schon abgebaut. Meine Box stand noch, es wurden dann Biertische reingeholt, es wurde dann Wurstsalat haben es gemacht, es gab einen Kuchen. Also wir haben dann eigentlich die eigene Party dort hinten im Fahrerlager gefeiert, wenn dann da ja 50 oder 80 Leute noch da waren. Es gab eine Miteinander-Brotzeit mit den Fans, mit den Mechanikern. Es war dann wirklich schon faszinierend. Also muss ich auch sagen, was meine Fans da wirklich aufgebaut haben. Also schaut mal bitte auf Facebook auch ein bisschen rein. Ich meine, da sind einige ganz coole Videos vorhanden. Ich meine, wenn du nach der Veranstaltung, wenn die Sonne schon untergeht, es ist kein Fahrer mehr da, aber deine Fans feiern den noch und es geht weiter, das macht dann schon Spaß. Aber auch einige Fahrerkollegen waren auch da. Ich meine, es ist war ein cooles Miteinander. Ein Kenny Groß Hansen hat sich einen Kuchen von mir abgestaubt. Ein Andrew Appelt und seine Kinder haben noch einen Heimfahrtskuchen bekommen. Die haben wir weiter müssen dann zur Fähre. Und das ist ein schönes Miteinander. Ich meine, es ist ja nicht nur ein Fahrer, es ist ja auch, ich meine, das Schöne ist, muss ich jetzt sagen, an meinen Fans, dass sie auch wirklich die anderen Fahrer, die was auch ehrlich sind, sage ich einmal, mit einbeziehen und auch hier wirklich nicht unfair sind. Beziehst du als Fahrer eigentlich auch extra Motivation daraus, extra Kraft daraus, wenn du merkst, dass die Fans da mitgehen? Ich habe da mal auf eine andere Art und Weise mit einem Franzosen, der das Indy 500 gewonnen hat, drüber gesprochen, Simon Pagenaud, der bis zu einer Kopfverletzung bei uns Kolumnist für die Zeitschrift Pitwalk gewesen ist. Und der hat mal gesagt, in Indianapolis ist es natürlich sehr, sehr extrem. Du hast 400.000 Leute, die feuern nicht alle dich an, aber du merkst, dass natürlich da, dass da sich eine Energie aufbaut, eine quasi Elektrizität aufbaut, die du auch im Cockpit sogar dann eines Rennautos, wo du ja eigentlich viel abgeschotteter bist, als ihr es seid, noch mitkriegst. Und da kriegst du, wenn du ein Gespür dafür hast, tatsächlich eine extra Motivation draus. Du hast das gerade angesprochen bei Günther Bauer gesehen. Bei Simon Wigg war es mal so, da war ich mit in Marmont, wo diese riesen Grasbahnfestivals da waren, bevor es einer in Deutschland so gemacht hat, mit riesigen Boxen im Infield und einem Stadionsprecher, der Wick animiert hat, noch ein Wheelie und noch ein Wheelie und noch ein Wheelie, und Simon Wick hat genau das gemacht und die Zuschauer sind immer und immer mehr aus sich rausgegangen, und nachher hat Simon Wick mir dann auch erzählt, das merkst du natürlich, und du merkst unter dem Helm dann auch, dass die Begeisterung überschwappt und willst denen A was zurückgeben, bist aber auch dadurch noch eine Spur motivierter, als du es ohnehin schon gewesen bist. Nicht übermotiviert, aber du beziehst schon eine Energie daraus, die du mitnimmst in die Rennen hinein. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich meine, das ist für mich ist eine imaginäre Unterstützung. Es ist ja, man spürt es ja auch. Stellt es einfach mal selber vor, wenn ihr irgendwo steht und eine Person steht hinter euch, die was ihr zwar nicht seht, aber die hat vielleicht eine schlechte Aura oder eine gute Aura. Das spürt man als Mensch. Man muss sie nicht anschauen, wenn man wo steht und auf einmal hinter einem kommen Leute ganz leise. Das spürt man. Und jetzt stellt euch vor, ich bin hier auf der Rennbahn und ich habe da wirklich, ich mache meinen Trackwalk zum Beispiel und draußen stehen erstmal, du siehst, da stehen 100 Fans und die bejubeln dich. Das ist schon mal schön, aber auch wenn du den Helm aufhast. Ich meine, es kommt darauf an. Das Schöne ist bei uns im Bahnsport, wir sind ja wirklich auch Fans zum Anfassen. Wir sind ja wirklich extrem, ich sag mal, ein Local Hero oder eine sehr personenbezogene Person. Man kann wirklich ganz gut mit den Fans agieren oder man kann auch nicht mehr agieren. Das merken die auch. Ich meine, wenn man nichts macht, die sind auch sehr schnell eingeschnappt. Ich meine, sowas kenne ich auch, habe ich auch schon gehört. Da muss man auch arbeiten. Aber wenn wir wirklich speziell, ich muss sagen, wo ich es am meisten gemerkt habe, war es ja eigentlich speziell zum Beispiel, wo wir jetzt in Schesel waren oder auch in Vechta. Ich meine, da waren sie speziell meine Fans auf der Gegengerade, wenn dann damals so, ich sag mal so circa 100 bis 200 Leute die Tröten laufen lassen, wenn du wirklich vorbeifährst und die fädeln mit einer gelben Flagge, das ist ja auch so ein bisschen eine Signalfarbe, das fällt dann schon auf und das spürt man schon. Das ist schon die schieben einen dann wirklich schon, die schieben einen zum Erfolg und da muss ich schon wirklich danken.
meine Fans sagen, dass sie mich so tatkräftig unterstützen und wirklich so eine geile Show abziehen. Also ist ja auch, und ich sehe es aber nicht auch nur für mich, ich sehe es auch für den gesamten Bahnsport ganz, ganz wichtig, weil wenn du wirklich ein paar verrückte Leute hast, die was dich so unterstützen, die reißen natürlich die anderen mit. Das ist ja, wenn die sehen, hey, cool, da will ich mit dabei sein, sowas will ich auch aufziehen. Ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr schade, dass Romano Hummel nicht mit am Start, weil er hat ja wirklich auch eine sehr große, man kann ja sagen, Fanschaft oder Sippschaft mit an Bord. Die versammeln sich ja auch immer alle sehr gemeinsam. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Ich meine, wir waren auf der Gegengerade, meine Fans, seine Fans waren auf der Start- und Zielgeraden. Ich meine, die hätten sich dann richtig cool, ich meine, auch Sprechchöre, also wirklich, aber alles im Fairen, also ohne nicht böse, aber die hätten halt wirklich gegenseitig hochgejubelt und es ist dann schon wunderschön. Ich meine, es ist wirklich der Bahnsport, no breaks, no fair, no limits. Dann kommen wir natürlich, ohne es zu wollen, zu meinem erklärten Lieblingsthema. Warum kommt da außen so wenig an, außerhalb der reinen Bahnsportblase? Wir haben jetzt Deutschland Langbahn-Mannschaftsweltmeister, Deutschland Langbahn-Einzelweltmeister. Also eine größere Dominanz in einer Sportart als das, was ihr da jetzt gemacht habt. Einerseits die Mannschaft ohne dich, andererseits die Einzelweltmeisterschaft mit Lukas Vienhage und dir. Muss man da sagen, ich glaube, es gab, wenn ich es richtig weiß, nur deutsche Grand Prix-Sieger. Entweder hat Lukas Vienhage gewonnen oder du hast gewonnen. Es gab, obwohl Chris Harris und Zach Wildknecht natürlich gut dran waren, nur deutsche Sieger. Das heißt, das ist es tatsächlich eine deutsche Dominanz. Trotzdem, ich schaue morgens immer Frühstücksfernsehen, um mich mit in den Tag hinein gleiten zu lassen. Und zwar ARD, nicht die privaten, sondern informatives. Da muss ich dann sehen, dass ein Vorbericht stattfindet über die, und das ist jetzt kein Witz, die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft im Minigolf. Ja, Ich kann schöner es Tod. dir leider, ja, du hast recht, es ist sehr, sehr schade. Ich meine, Egon Müller hat dazu auch einen ganz coolen Kommentar abgegeben. Ich meine, er wurde damals eingeflogen aus fürs Frühstücksfernsehen hier oder auf die Wiesen. Ich bin Münchner, aber du hast hier einen ganz schlechten, also warum das so ist, ich kann mir es nicht ganz genau vorstellen. Ich hatte mal Kontakt, ich meine, es gab ja früher den DPA, die Deutsche Presseagentur, und die haben damals, ich meine, wir haben ein Problem bei uns im Bahnsport, wir haben ganz viele verschiedene Meisterschaften. Also wir haben eine Teamweltmeisterschaft, eine Langbahnweltmeisterschaft, eine Spielweltmeisterschaft. Das ist Und ich meine, hier musst du schon wirklich dich wirklich auskennen als Pressemann, dass du weißt, um was es hier geht. Und laut meiner Information, ich hatte damals ein sehr interessantes Gespräch, habe mich damals, als ich im Spiegel Grand Prix war, wirklich hochtelefoniert. Ja, zu einem der Chefs der deutschen Presseagentur, ich weiß seinen Namen jetzt gerade nicht mehr, sagt er, Smolinski, es ist ganz einfach, die haben vor 15 oder 20 Jahren beschlossen, sie bringen nichts mehr über Bahnsport, weil sie wissen nicht, was sie bringen. Es gibt zu viele verschiedene Veranstaltungen, es kommen zu viele Leute, es gibt keinen strukturierten Weg, wo Informationen rauskommen. Und es ist einfach zu viel. Also ich bin jetzt gerade selber wieder am Arbeiten. Ich bin nächste Woche kommt TV München zu mir. Ich bin gerade, habe diverse E-Mails geschrieben an ja, Bild, TZ, AZ. Also man ist da selber wirklich auch verantwortlich. Meine Presseleute arbeiten hart. Aber da wirklich reinzukommen, ist ganz, ganz schwierig, weil ich meine, die ganzen Presseinformationen werden ja geliefert von dem DPA. Also man kann sich vorstellen, es ist wie eine Pyramide. Hier sind ja alle Presseleute, du weißt es selber. Ich meine, wenn du da anschlüssig bist, du zahlst einen monatlichen oder Beitrag und dann bekommst du Informationen. Und wenn du da nicht drinstehst bei diesen Leuten, wird nichts gebracht. Es ist so eine ganz schwierige Situation. Und da habe ich aber noch nicht die richtige Person gefunden, um da reinzukommen. Wir arbeiten daran, aber es ist einfach, ist leider so. Ich muss ja persönlich sagen, die Resonanz der Öffentlichkeit, speziell in der regionalen Seite oder auch überregional. Also ich arbeite ja sehr eng mit sehr vielen regionalen Zeitungen zusammen. Ich meine, Mühldorf, Vechta, fast alle Zeitungen regional haben was gebracht. Wo es wirklich leider fehlt, ist das Überregionale, was du ansprichst. ARD, ZDF, ich sag mal, da wo wir eigentlich diesen, ja, ich sag mal, Rundfunkbeitrag zahlen, man kann es so sagen. Ich meine, ich kann sagen, es ist ja der, ich meine, ich habe es hier gerade da, ich habe gerade gezahlt, den Rundfunkbeitrag, ich zahle ihn und ich werde nicht gezeigt. Ich habe immer, ich überweise immer, bei mir steht da nicht Rundfunkbeitrag, sondern ich schreibe immer drauf, Rundfunk Falschmedien, ganz genau meine Überweisung, aber das mache ich einfach ganz gerne. Aber gut, so ist es halt einfach. Da ist dann einfach, das ist der Sport, das ist der. Propagandapauschale musst du draufschreiben. Ja, kann man pauschal draufschreiben. Es ist einfach, aber es ist leider so. Ich meine, ich kann nicht sagen, was es liegt. Ich kann nur sagen, für mich persönlich, ich kann nur gut meinen Fans weiterarbeiten. Ich möchte mit den Veranstaltern weiterarbeiten. Und wenn ich auch die Resonanz, das Miteinander sehe, mit den Veranstaltern, mit den Leuten, glaube ich, brauchen wir uns nicht verstecken. Klar, es ist schade, wir stehen nicht in der Bildzeitung drin. Aber ich meine, es ist, ich glaube, wenn jetzt vielleicht einer tödlich verunglückt wäre, dann würde es drinstehen. Finde ich persönlich schade. Es ist einfach immer der, aber das ist halt, ich meine, gut, da ist hier
der deutsche Neid ganz, ganz hoch angeschrieben. Aber wer weiß, was passiert. Vielleicht haben wir hier und da mal noch eine Möglichkeit, dass da was kommt. Ich wollte eigentlich gar nicht dahin. Ich wollte das nur am Rande kurz einwerfen, weil ich denke nämlich mal, ja, das Thema geht mir ja auch schon länger auf die Nerven, auch im Speedway Grand Prix, Medienarbeit oder nicht vorhandene Medienarbeit. Aber da sollten wir beide mal, glaube ich, uns irgendwann mit einem separaten Video mit beschäftigen, weil du natürlich auch weißt, wie es geht. Ich weiß von der anderen Seite, wie es gehen könnte. Ich werf nur einen Spruch in die Runde, der damals entstanden ist beim Master of Spikes, wo Gerd Sievers, der Organisator, sagte: Manchen Leuten brauchst du eigentlich kein Mikrofon ins Gesicht halten, denn die lecken dran, weil sie denken, es sei ein Eis. So ist es natürlich bei dir nicht und ich weiß auch, wie es anders funktionieren könnte, aber ich glaube, das ist tatsächlich mal ein Thema, das fängt dann bei Inga Müller an und geht in die heutige Medienlandschaft hinein, dass wir uns separat vornehmen sollten, irgendwann für den Winter mal. Ich glaube, da können viele Leute von dir und auch von mir eine ganze Menge lernen, wenn wir das richtig aufarbeiten. Jetzt wollte ich eigentlich erst einmal viel mehr über das Thema reden, was in Rhoden passiert ist und warum es so spannend gewesen ist. Denn Lukas Fienhage, ich habe nach Rhoden nicht mit ihm gesprochen, aber er hatte mir nach dem WM-Gewinn in Moresnet ja gesagt, Moresnet sei seine erklärte Lieblingsbahn und die kürzeren Bahnen, die eher Speedway-mäßig zu fahren seien, die findet er irgendwie geiler als richtig lange Langbahnen, ganz offensichtlich. Da war jetzt Vechta ein Beispiel dafür, die ist relativ kurz, Moresnet ist kurz und Rhoden ist ja offensichtlich auch relativ kurz. Bist du eher derjenige, der so ein Mühldorf-Schesel geradeaus favorisiert, was ich persönlich, wenn Langbahn, dann besser finde? Mir ist es eigentlich ganz persönlich wurscht. Ich meine, wenn du Weltmeister bist und diese goldene Medaille um Ja, Hals, musst sicher, du überall aber. schnell sein. Mir persönlich ist es eigentlich wurscht. Ich meine, ich glaube, man sieht, ich habe ja, ich meine, ich habe Herxheim gewonnen, ich habe Vechta gewonnen, eine kurze Spittelbahn. Ich stand überall auf den Treppchen. Ich meine, gut, ich weiß ganz genau, in Marmande bin ich mehr, ich bin keine 25 mehr, das merkt man ganz, aber hier muss man einfach rechnen, hier muss man einfach nach Punkte fahren. Hier geht es nicht darum, jedes Rennen zu gewinnen. Man sieht es an Bartosz Marzlik. Ich meine, er ist auch zwar nicht der Älteste wie ich, aber er ist sehr clever schon langsam, was er hat auch schon ja ganz, ganz clevere Sachen gemacht. Es geht um Punkte. Und jetzt dann auch, ich meine, in Rhoden, ich meine, gut, in Rhoden waren aktuell die Bahn, war für mich persönlich eigentlich sehr schlecht vorbereitet. Ich meine, wenn ich meine Rundenzeiten und meine fliegenden Zeiten anschaue und die Bahn wäre normal gewesen, wie ich sie eigentlich kenne, wie aus alten Jahren, da war sie wirklich ein schöner Teppich und man kann gewaltige Geschwindigkeit aufbauen, wäre ich saumäßig schnell gewesen. Ich persönlich war sehr zufrieden, sage ich mal, mit meiner Grundgeschwindigkeit. Man sieht ja auch, ich meine, gut, bei 1000 Meter Bahnen oder da geht es wirklich um Material, da brauchst du den schnellsten Motor, da brauchst du eine gute Abstimmung. Da geht es wirklich auch, man kann sagen, um das Wettrüsten der Motoren-Tuner. Und ja, und da habe ich aber ganz gut, bin ich, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich meine, mein Material, ich meine, ich mache meine Motoren ja das Ganze ja eigentlich komplett selber. Ich bin nur, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja drei Läufe in Herxheim mit Manfred Knappe, Smolinski GM-Motoren gefahren und war hier auch schneller unterwegs, aber wir haben ja Mitte des Jahres, wir arbeiten sehr eng gemeinsam, Manfred Knappe und ich und auch Marcel Gerhard ist mit dabei. Hab da ein paar ganz coole Leute im Hintergrund, die was dann also, ja, wie soll ich sagen, mir zuarbeiten und ich das ja alles dann sehr gut komplettiere. Und da muss ich schon wirklich sagen, ich habe in der letzten Zeit ein paar Sachen gefunden, die was saumäßig schnell sind, die was gut funktionieren, was die Leistung wirklich auf den Boden bekommen. Hier reden wir ganz viel ja, Ventilfedern, Frequenz, Bearbeitung, wie arbeitet es und ich bekomme die Leistung schnell und gut auf den Boden. Und ich meine, das ist für mich persönlich eigentlich ein Doppel-Weltmeistertitel, weil ich bin, ja, es ist mein erster WM-Titel als Motoren-Tuner. Und ich meine, ich hatte sehr viele Gespräche. Auch Chris Harris kam nach dem Rennen zu mir und sagte: Martin, I need to buy the engine from you. So, no problem, habe ich gesagt. Komm her, bau den Motor aus, den kannst du sofort mitnehmen. Ich verkaufe dir Rechnung, machen wir kein Problem. Ich habe da nichts dagegen, weil ich baue mir einfach dann gleich einen neuen. Das ist ja ganz entspannt. Also, das ist aber, das sieht man auch, die Leute überlegen und reden. Und ich meine, ich habe ja mal von Chris Harris Motoren gekauft, gebrauchte, mit denen habe ich besser gefahren als er selber und sagt der Martin, jetzt glaube ich, muss ich mal einen gebrauchten Motor von dir kaufen, weil ich möchte auch noch einen WM-Titel haben. Hat er denn mitgenommen, wenigstens den Motor? Nein, er wurde leider zerlegt, also kann er kein zerlegten Motor mitnehmen, aber wir reden ganz offen darüber, auch die Polen, ich meine, es ist von daher, es ist, ich probiere jetzt selber noch ein paar Sachen, jetzt ist ja am Samstag Teamcup in den Bergen, hier möchte ich auch ein, zwei neue Sachen probieren, wie das auch auf der Spittelbahn funktioniert, da muss man ein bisschen anders arbeiten, aber ich glaube, im Großen und Ganzen macht es einfach Spaß, es ist, ich mache meine eigene Werbung, es ist nicht nur als Fahrer, auch als Motorentuner und wenn du als Motorentuner auf dem Level fährst und auch keine Ausfälle hast, es kommt dazu, es darf ja nichts kaputt gehen, macht es einfach auch Spaß, geht was vorwärts. Da kommt jetzt natürlich direkt die Frage, ist das deine Zukunft? Sprich, hörst du auf, wenn es am schönsten ist, jetzt bist Weltmeister und kümmerst dich künftig
nur noch um den Ausbau des Motorengeschäftes, was ja Sinn ergeben würde mit den Ja und 50 Jahren. nein. Nein, gut, die Frage kommt aktuell sehr, sehr oft und von ganz, ganz vielen Leuten. Ich muss aber sagen, mir macht das Motorradfahren aktuell sehr viel Spaß. Ich bin es ja nicht, ich muss mal schauen, wie viele Rennen ich diese gefahren. Ich muss mal zählen, aber es war nicht ganz so viel. Aber das, was ich gefahren bin, bin ich auf sehr hohem Niveau gefahren. Meistens, also eigentlich immer Top 5, egal Speedway oder auch Langbahn, also war ich immer ganz gut unterwegs. Das macht einfach dann Spaß. Da muss ich einfach sagen, ich meine, ich sehe der Sport, die Fans, viele Fragen oder ich bekomme ganz viele Nachrichten. Martin, Gratulation zum Sieg. Bitte hör nicht auf. Also das ist wirklich, es kommen ganz viele Fragen in der Hinsicht, nein, ich werde nicht auf und ich werde weiterhin fahren, aber ich kann auch ganz genau sagen, ich fahre da, wo ich einen Spaß daran habe. Also ich fahre nicht irgendwo, wo ich fahren muss. Mein großer Vorteil ist, je langsamer es ist, früher habe ich mit dem Motorsport mein Geld verdienen müssen. Also es war so, da habe ich Punkte fahren müssen, habe ich Rennen fahren müssen. Ich habe jetzt unter der Woche meine Arbeit, ich verkaufe mein Öl, ich verkaufe meine Schmierstoffe, habe meinen Reifenvertrieb mit Anlass. Also ich meine, es ist fast alle deutschen Fahrer kaufen Anlassreifen bei mir, habe einen sehr guten Draht, baue nebenbei auch mein Teilegeschäft weiterhin auf. Also mit KLS Germany habe ich jetzt auch einen Deal gemacht. Also es gibt jetzt auch dann KLS Germany ab nächsten Jahr, also ab 1.1.25 darf ich mich ganz offiziell, oder wir hatten zum Beispiel schon im Gespräch, aber ich arbeite ja recht eng und wir haben KLS Germany. KLS, wer ihn nicht kennt, ist einer der größten, ich sag mal, Teile oder ja, Teilehändler für Speedway-Motorräder in Dänemark. Er ist eigentlich für mich der größte, was aktuell gibt und habe einen coolen Deal mit ihm ausgemacht. Das läuft ganz cool und das läuft wirklich auch weiter, weil ich auch die Erfahrung habe und den Kindern keinen Scheiß verkaufen will. Ich meine, schau mal her, ich würde dir was anderes verkaufen, was vielleicht besser ist. Und da merke ich aber auch die Interaktionen mit den Leuten und da geht es weiter. Aber ich sehe es auch persönlich, meine, es ist das beste Marketing, was ich betreiben habe, bin ich selber, weil ich kann Titel holen und mit meinen Titeln mache ich Marketing und mache Marketing für mich selber. Ja, und da brauche ich mich nicht verstecken. Ich meine, früher, wenn man es genau sieht, es gab auch einen Niki Lauda oder auch einen James Hunt. Ja, ich sagte, die hatten ihre eigene Werbung obendrauf. Ich meine, es war, die hatten eine Firma obendrauf, denn keiner hat gewusst, wer das war und es war die eigene Firma. Sie haben für sich selbst Werbung gemacht. Das ist im Nachhinein mit Parmalat oder mit hier, die haben dann wirklich gewusst, wie das Marketing auch damals schon funktioniert. Das heißt also, Rücktritt steht nicht zur Diskussion. Nein, aber ein bisschen anders. Also ich werde mich ein bisschen, ich möchte auf jeden Fall hier auch, es gibt auch viele Gespräche aktuell. Wir hatten ja die Woche oder letzte Woche ein paar Meeting mit Deutsche Bundesliga, bin ja recht aktiv, möchte beim MSC Olching ein bisschen aktiv einsteigen in der Vorstandschaft, bin hier schon ein bisschen am Arbeiten. Was mir persönlich wirklich am Herzen liegt, ist der deutsche Bahnsport. Was wirklich, ich rede von deutschem Bahnsport, deutsche Fahrer, deutsche Leute, was mir wirklich am Herzen liegt. Und da möchte ich mich ein bisschen dafür einsetzen. Und ich glaube, auf meinen Grund meiner Position, meiner Reichweite in den Social Media-Bereichen kann ich, glaube ich, ganz viel agieren oder auch machen oder auch polarisieren. Das ist in guten wie auch in schlechten Zeiten. Ich möchte es nicht ausnutzen, ich möchte aber miteinander mit den Vereinen arbeiten, also wirklich gemeinsam wirklich eine gute, stabile Struktur bekommen, sage ich mal, vom Unterbau, dass der Bahnsport nicht ausstirbt, sondern wirklich, dass wir sehen, für mich ist der Punkt Spiel, Spaß und Motorsport und dass es da weitergeht. Und ich habe da so ein paar Projekte am Laufen, die was vielleicht früher oder später ganz, ganz interessant sind. Denkst du Speedway oder Langbahn oder beides? Mir geht es gar nicht um Speedway über Langbahn, mir geht es hauptsächlich um Spiel, Spaß und Motorsport. Also ich sehe eher daran, ich meine, wenn ich viele Vereine sehe, die haben ein Problem mit dem breiten Unterbau, mit ehrenamtlichen Leuten, mit Mithelfern. Also wenn ich da ein Projekt aufbaue, ich sehe es bei uns in Olching, wir haben eine super coole Jugendgruppe, da wirklich was miteinander aufbauen, dass die Kinder Spaß haben. Es gibt Vereinsmotorräder und vielleicht der eine oder andere tut sich da rauskristallisieren, aber umso mehr ich im Unterbau habe. Also wir nehmen jetzt mal Fußball. Es spielen Millionen von Kindern Fußball, aber genau 1% kommt in die Bundesliga. Ich meine, nur mal so, das ist ja so ein Rechenfaktor, oder vielleicht sind es 2%. Aber von diesen Millionen Kindern, was mit 10 Jahren träumen, ich will Bundesliga-Profi werden. Und ich meine, umso mehr Unterbau ich habe, desto mehr kommt oben raus. Also ist für mich das Ziel, den Unterbau wirklich aufzubauen, mit den jungen Leuten zum Arbeiten. Letzte Woche war Mario Häusl bei mir. Wir haben uns besprochen, was wir nächstes Jahr machen. Habe sie auch ab und zu ein bisschen runtergeholt von ihren Gedanken. Wir brauchen 3 Motorräder und ganz viel Material. Nein. 2 Motorräder auf 110% vorbereiten, ist besser als 3 mit 80% vorbereiten. Das sind so Kleinigkeiten, was ich aus Erfahrung wirklich sagen kann. Und da ist schön, dass die Jungs auch wirklich zuhören. Zurück zu deiner Langbahn, weil das ist, glaube ich, auch wieder eher ein Thema, was man im Winter mal beleuchten könnte, wenn das da ein bisschen konkreter wird und wenn auch ein bisschen mehr Zeit ist. Fährst du zur Langbahn mit 2 oder mit 3 Maschinen? Und wenn du jetzt so merkst, wie es gerade jetzt passiert ist in Roden, du hast das Gefühl, du bist zu langsam, bist du aber gar nicht.
Hast du dann auch zwei völlig verschiedene Maschinen da stehen, so wie es ja bei der Speedway-Weltmeisterschaft dann jeweils das dritte Motorrad wäre, was die Jungs im Parc Fermé haben und dann rausholen, wenn nichts mehr geht, quasi? Also ich bin ganz einfach, ich fahre immer nur mit zwei Motorrädern auf das Rennen. Das dritte bleibt bei mir fast immer stehen. Ich meine, ich muss eigentlich im Vorfeld, man sieht es im Spiegel Grand Prix, ich muss beim ersten Outing rausfahren und ich muss meine Zeit im ersten Outing fahren mit Bike 1. Also ich muss eigentlich, wenn das Motorrad die Werkstatt verlässt, muss ich wissen, was funktioniert. Also ich habe da die Möglichkeiten, wenn ich im Grand Prix anschaue, wenn Leute viel rumprobieren, dann falle ich eigentlich raus. Ich meine, wir sehen oft die Zeiten, die besten Zeiten werden von dem Fahrer im Training gefahren, meistens im ersten Outing, weil er weiß, was mache ich, wie bereite ich vor. Im zweiten Outing kommt es ganz, ganz selten vor, dass ein Fahrer einen Schritt macht. Der Einzige, was es wirklich, ich glaube, letztes Jahr war oder in den letzten Jahre war es Bartosz Mazlik, was seine Zeiten verbessert hat. Da gehe ich, sage ich lieber, pass auf, man bereitet sich besser mit zwei Motorrädern perfekt auf die Vorbereitung vor. Ich selber bin bei sehr unterschiedlichen Motorräder mit dabei, also wirklich glatt oder griffig. War jetzt in Roden ganz genau das Gleiche, also wirklich ein hochleistungsstarken Motor und einen, der was zwar auch gut funktioniert, aber viel weniger, also eine ganz eine andere Leistungsentfaltung hat. Und das muss man aber halt im Vorfeld wissen. Und da geht es aber nicht nur um mich drum. Da müssen meine Mechaniker mit dir wirklich interagieren. Wie arbeiten die? Sie lernen dich kennen. Wie lange arbeiten die? Welchen Fahrstil habe ich? Also es sind ganz viele Punkte, was da wirklich einschlüssig sind und ganz, ganz wichtig sind. Und da bin ich eigentlich ein Fan von eigentlich maximal zwei Motorrädern und die wirklich zu 120% vorzubereiten. Hast du denn die Maschine danach gewechselt, nachdem du im Qualifying das Gefühl hattest, du seist zu langsam? Das Ganze erinnert mich sehr an das, was von Bartosz Mazlik immer wieder kam mit seinem angesprochenen Speed-Problem. Wir haben oft genug darüber gesprochen in den Videos. Oder auch, was ich jetzt mehr durch Zufall erfahren habe von Ben Eaton in Güstrow, weil ich war bei Mike Lüders vor einiger Zeit in Norden im Stadion, um da dieses neue 190 Kubikzentimeter-Konzept von Klaus Dammermann mich mal ein bisschen näher anzugucken. Und da haben wir ein bisschen weiter gesprochen, wie Ben Eaton mit Mike Lüders zusammen sich vorbereitet hat auf den, was war es, U19 EM-Lauf oder war das in Güstrow, irgendwie in Juniorenlauf in Güstrow, wo er nur knapp an der Qualifikation für Herxheim vorbeigeschrammt ist und jetzt in Herxheim fürs Finale aber die Wildcard bekommt. Und da waren Ben Eaton und Mike Lüders im Vorwege trainieren in Güstrow. Und Eaton hat immer gesagt, ich habe das Gefühl, da muss noch mehr, ich muss noch schneller übersetzen, noch schneller übersetzen, noch schneller übersetzen. Und irgendwann hat dann Mike Lüders ihn zurückgebunden und gesagt, es wird nicht mehr schneller übersetzt, sondern es wird langsamer übersetzt, damit du die Kraft auf den Boden bringst und nicht nur dahergerührt kommst und gar nicht erst den optimalen Drehzahlbereich erwischst, weil du gar nicht erst dahin kommst, wo du fährst. Das klingt alles sehr nach dem, wie es bei dir auch da gewesen ist. Ja, ich meine, genau das ist ja der Punkt, das Schwierige zum Verstehen, wie arbeite ich, wie interagiere ich, was mache ich. Ich sage jetzt ein ganz anderes Beispiel. Ich meine, am Samstagabend war ja Europameisterschaft in Chodzów. Ich meine, ich habe ja dort auch einen Fahrer laufen mit Robert Kmel. Ich habe mir parallel das Rennen, wir waren beim Abendessen gesessen mit dem Team, wir haben nebenbei das Rennen angeschaut und er tat sich sehr schwer. Und wir haben da kurz telefoniert. Ich meine, nach Lauf 2 habe ich seinen Manager kurz, was er auch mein guter Partner oder mein Geschäftspartner ist, kurze Nachricht geschrieben. Kurz darauf kam der Anruf, weil er hatte kurz Zeit. Ich will mich oft nicht stören, aber ich sage, bitte du, zeige mal ganz kurz meine Einschätzung. Also wir telefonieren ganz oft. Sage ich, pass auf, mach zwei Zähne langsamer. Ist mein persönlicher Vorschlag. Letzter Lauf, macht er zwei Zähne langsamer, gewinnt den Lauf gegen die Topscorer. Also gegen Dudek, also ist voll mit dabei und da sieht er oft, das ist das Schwierige, was mache ich, was tue ich. Ich persönlich habe das Motorrad nicht gewechselt, weil ich habe dann auf die Zeitenliste geschaut und ich war ja eigentlich dann, ja, ich war 4 Zehntel schneller im Training als der Rest. Da habe ich mich wirklich dann vom Zeit her vom Anschein her wohlgefühlt, aber der Wohlfühlfaktor auf dem Motorrad ist ganz, ganz wichtig und im Nachhinein, wir haben analysiert, gut, ich bin Weltmeister geworden, aber selbst ich sitze im Auto und wir besprechen dann wirklich sehr konstruktiv, was war gut, was war schlecht und bei mir war es auch zum Sehen, ich habe mich nicht wohl auf dem Motorrad gefühlt, einfach, ich war nicht der, ich war ein bisschen angespannt, ich habe sehr hart arbeiten müssen, ich war schnell, aber es hat einfach diese gewisse Leichtigkeit, das Spielerische hat mir gefehlt und da haben wir wirklich im Nachhinein alle analysiert, wir hätten doch Motorrad wechseln sollen, einfach um ein leichteres, fahrbares Motorrad zu haben. Aber gut, es ist, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, aber man muss auch wirklich dann, selbst wenn man Erfolg hat oder auch wenn ich 15 Punkte gefahren habe, muss ich überlegen, was kann ich besser machen. Und das ist wirklich der Punkt. Das ist, ja, das ist der Punkt eines Siegers. Ich meine, der Sieger hat immer einen Plan, der Verlierer hat immer eine Ausrede. Das ist, genau. Und deswegen, ich habe auch als Sieger einen weiteren Plan. Da gibt es einfach so ganz, ganz coole, wie soll ich sagen, oder der Sieger findet für jedes Problem eine Lösung.
Lösung. Der Verlierer findet für jede Lösung ein Problem. Das sind alles so, ich habe da so einen coolen Satz Wollte hier gerade bei sagen, mir das steht hängen. bei Das dir sind an der Wand so, offensichtlich, ja. Alfred. Das steht bei mir hier an der Wand. Ich lese das jeden Tag. Deswegen sage ich mal, ich lese das jeden Tag, weil ich möchte ein Sieger sein. Das sind alles so kleine Sachen und wie man arbeitet. Deswegen haben wir auch nach dem Rennen wirklich brutal diskutiert im Auto. Ja, sagt der Martin, aber wir waren doch bombenschnell. Ich sage, ja, wir waren bombenschnell. Aber ich habe mich nicht wohlgefühlt. Und jetzt sieht man das, wir vergleichen das jetzt mit Bartosz Mazlik. Ich meine, er ist ja schnell, Wollte er ich gerade braucht sie sagen, nicht ja. verstehen. Er ist ja schnell, er braucht sie nicht verstecken, aber er spricht ganz auf Mann. Es geht nicht um, also er fühlt sich nicht wohl, also ihm fehlt dieses gewisse Etwas, diese Leichtigkeit, das Spielerische, was er die letzten Jahre hatte, das hat er gerade nicht. Und das sucht er bei anderen Motorentunern mit anderen Abstimmungen. Und ich meine, das ist wirklich die Quintessenz. Ich meine, bei uns im Bahnsport, was ja einfach wirklich faszinierend ist. Und ich habe kein Data Recording wie im MotoGP, wie der Formel 1, wo mein Mechaniker da war, in der Kurve müssten wir die Zündung noch ein bisschen verstellen. Ich meine, ich war bei Markus Reiterberger in der IDM Superbike. Ich meine, die waren in Hockenheim, da ist die letzte Kurve, es ist eine S-Passage. Der hat keine Zeit, in dieser S-Passage vom Gas zu gehen. Also, weil er muss umsetzen, der fährt Vollgas wirklich. Also, der weiß, seine Jungstellen beim Umlenk, sobald der Umlenkpunkt da ist, sagt das Data Recording, du gehst einmal kurz vom Gas. Also, er hat keine Zeit, dass er wirklich vom Gas geht. Aber beim Umlenkpunkt macht sein Motorrad einen kurzen Zündaussetzer. Dadurch fällt das Motorrad in die Federung rein. Er kippt nach rechts. Es fällt ihm natürlich das Einlenken einfach und er kann Vollgas weiterfahren. Also, er fährt nicht Vollgas weiter, aber die Elektronik hilft ihnen. Das haben wir bei uns nicht, weil bei uns geht das nur über den Popometer, über den Mechaniker und über das Zusammenspiel des Motorrades mit dem Fahrer. Und da ist einfach genau diese Quintessenz. Hier geht es gar nicht um die Motoren-Tuner eher, hier geht es um das Wohlbefinden des Fahrers. Und das ist, was ich auch speziell sehe. Bartosz, er ist Weltmeister, aber er sagt immer noch, ich fühle mich nicht wohl. Also obwohl er Weltmeister ist, das sagt man halt, genau, er braucht einfach, er hat immer einen Plan. Interessanter Punkt, nicht so sehr aufs Maßling zu gehen, wobei mir der Vergleich auch genau da einfiel, was du gesagt hast, aber mal einen Schritt weiter zu gehen. Du hast dich jetzt da von deinen Mechanikern überzeugen, überreden lassen, auf der Maschine zu bleiben, weil die gesehen haben auf den Zeiten, du bist diese 0,3, 0,4 schneller als Bomber Harris. Sagst aber selbst, du fühlst dich auf dem Motorrad nicht wohl. Heißt das, einen Schritt weiter gedacht, der Einfluss des Fahrers ist im Bahnsport, sei es Langbahn, sei es Speedway, sei es Eis, größer als der Einfluss, will ich sagen, der Einfluss der Technik, aber der Einfluss der Ingenieure, der Mechaniker, weil der Wohlfühlfaktor mehr da ist. Ich vergleiche das jetzt wieder bewusst mit dem Automobilsport, wo mir in der Formel 1 die Ingenieure sagen, die Fahrer sollen mir ihre Eindrücke schildern und mehr nicht. Im Rallye-Sport dagegen ist der Fahrer deutlich wichtiger für das, was mit dem Auto gemacht wird, um es anzupassen an Grip-Verhältnisse, an Fahrgefühl, an das, was gemacht werden muss. In der Formel 1 ist der Fahrer nur Informant und den Rest macht der Ingenieur. Bei euch klingt das ja eher so, als könnten die Ingenieure oder die Mechaniker, die Techniker, sagen wir mal, dir schon sagen, hier auf den Daten stehst du aber auf Platz 1 und du sagst trotzdem, ich hätte das Motorrad eher wechseln sollen, denn das Gefühl, was ich habe, hat mich letztlich doch eher zurückgehalten in manchen Situationen. Ja, umso wohler man sich fühlt, desto mehr traut man sich zu. Also man geht zum Wandern, umso stabiler ich auf meinen Füßen stehe, umso stabiler meine Schuhe sind, desto entspannter laufe ich den Berg hoch. Ich sage, wenn ich jetzt mit Schlappen den Berg hochlaufe, fühle ich mich einfach unwohl. Das sind so, mal extrem gesagt, sollte man nicht machen, aber so ist es einfach. Wenn ich mit Schlappen den Berg hochlaufe, habe ich keinen festen Stand. Umso wohler ich mich fühle mit meinem Material, desto schneller bin ich. Und das ist ja genau, aber hier genau diesen Mittelweg zu finden. Man muss schnell sein, aber sich auch wohlfühlen. Und das ist ja, das sehe ich speziell oder auch jetzt mal aktuell, muss ich sagen, Robert Lambert, ich meine, Andrej Lebedev, der war wirklich speziell in den Vorläufen in Riga. Er hat sich so wohl auf seinem Motorrad gefühlt, er hat kommen können, was wollen. Er ist einfach drüber geflogen über die Löcher. Man hat keinen Fehler gesehen. Es ist dann einfach, weil er locker war, er war entspannt. Und das ist einfach, was man sieht. Und da ist bei uns im Sport wirklich der Fahrer ganz, ganz wichtig. Aber auch, was ich eher sehe, ist dieses Zusammenspiel zwischen Fahrer und Mechaniker. Es ist ganz, ganz wichtig. Aber gar nicht auf der technischen Seite, eher auf der Wohlfühlfaktorphase. Also wie lese ich meinen Fahrer, wenn er sich wohlfühlt? Also ich kann Fahrer sehr gut lesen. Ich habe zum Beispiel, beste Beispiel Robert Kmelli, ich habe genau gesehen, er ist zwar schneller, aber er fühlt sich nicht ganz wohl, weil er einfach nicht ganz arbeiten kann. Letzter Lauf, sagt der Martin, einfach geil. Also es ist ja, er ist zwar zu dem Zeitpunkt des Tages nicht Motoren von mir gefahren, das war, sagt er, ja, er hat einen Flemming-Motor drin gehabt, aber auch da ist es mir wurscht. Ich meine, ich unterstütze ihn, weil er bei mir Kunde ist und ich sage, Jungs, pass auf, ich würde an deiner Stelle langsam machen,
machen. Genau den Schritt hat er gemacht und es hat perfekt funktioniert. Es ist dann, und da ist das Lesen, das ist aber oft ganz, ganz schwierig, auch speziell als Fan. Ich meine, man sieht einerseits die Zeiten, aber umso wohler ich mich fühle, desto stärker, desto aggressiver kann ich attackieren. Umso mehr Wohlbefinden ich habe, kann ich ja was machen. Und das ist einfach, das gefällt mir einfach im Bahnsport. Es ist, wir brauchen ein Popometer, wir brauchen ein gutes Team um uns herum, wir brauchen Fans, wir brauchen Leute und es geht nur miteinander. Es geht nicht alleine und es geht nicht mit großen Technikern. Hier geht es eigentlich gar nicht um Millionen oder Milliarden. Hier geht es eher um die Interaktion zwischen dir und mir. Ihr habt es also gehört, es wird noch jede Menge zu sehen und auch zu hören geben von Martin Smolinski. Und von mir gibt es sowieso immer jede Menge zu hören in Sachen Speedway und in Sachen Bahnsport. Wir machen bereits am Montag nächster Woche weiter mit der Analyse des großen Preises von Thorn an der Weichsel. Dort in Polen findet ja an diesem Wochenende der letzte Lauf der Speedway-Weltmeisterschaft statt. In der Wartezeit empfehle ich auch allen Bahnsportlern dringend die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit dem Harald Groß-Titel. Ihr seht ihn hinter mir an der Wand hängen. Dort findet ihr nicht nur unglaublich faszinierende Themen, beispielsweise rund um das alte Essener Urgestein Harald Groß, sondern auch wiederum zwei tolle, große, lange Geschichten aus der Welt des Bahnsports. Zum einen schauen wir mal hinter die Kulissen, wie ein Speedway-Rennen auf nationaler Ebene, also abseits der großen Weltmeisterschaftsläufe in Deutschland, tatsächlich funktioniert, was man dafür tun muss, was man dafür für Kosten hat, wie man es finanziert bekommt. Und was an Arbeit hinter den Kulissen dort reinsteckt. Da habe ich mich sehr genau mit beschäftigt für eine große Feature-Geschichte in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Und dann nehme ich zwei ganz besondere Charakterdarsteller aus Finnland, aus der Eisspeedway-Landschaft, unter die Lupe. Nämlich zum einen Heikki Hussko, der ist im normalen Leben Fahrwerkskonstrukteur beim Toyota World Rally Team, also der Mannschaft, die zuletzt mit Kalle Rovanperä in den Weltmeister gestellt hat. Und dann Aki Alarihimäki, den kenne ich noch von ganz früher beim Master of Spikes, wo ja auch gerade im Talk mit Martin die Rede gewesen ist, als ich Bahnsprecher in Berlin war. Da war das ein verschüchterter, junger, langhaariger Finne, der kein Wort Englisch sprach. Jetzt in Heerenveen ist mir ein völlig anderer Mensch begegnet und ich bin auf Spurensuche begeben. Bei beiden Finnen, sowohl bei Aki Alarihimäki als auch bei Heikki Hussko, zwei grundsätzlich unterschiedliche Charaktere, die zu einer faszinierenden Geschichte verwachsen sind in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Das Heft könnt ihr auf der Internetseite pitwalk.de dort im Shop direkt bestellen. Ich bin sicher, für all diejenigen, die sich für Speedway und Eisspeedway interessieren, wird das ein Fest zu lesen. Genauso wie es auch ein Fest werden wird, am 3. Oktober nach Wasserburg am Inn zu kommen. Dort gibt es eine ganz besondere Veranstaltung, nämlich ein Oldtimer-Treffen, bei dem auch Speedway und Eisspeedway-Akteure mit dabei sind. Ich werde es moderieren, ich werde Talkrunden mit Selina Liebmann, mit Max Niedermayer, mit Markus Jell und mit Walter Röhrl abhalten. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, am Tag der Deutschen Einheit in Bayern, in Wasserburg am Inn, ein Oldtimer-Treffen, ausgerichtet von InEASA Racing. Und InEASA Racing promotet das Ganze auch über deren Online-Auftritte, Facebook, Instagram und auf der Website. Einfach mal nach InEASA Racing gucken im Internet und dort alles aufsaugen, was ihr wissen müsst zu diesem 3. Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit, mit Selina Liebmann, Max Niedermayer und Walter Röhrl sowie Markus Jell in Wasserburg am Inn. Ich hoffe, wir sehen uns dort, auch wenn die Anreise für den einen oder anderen auch für mich relativ weit ist. Das wird sicherlich ein ganz besonderes motorsportliches Volksfest. Und ich freue mich drauf, dort auch möglichst viele von euch zu treffen. Montag hören wir uns wieder. Donnerstag, am Tag der Deutschen Einheit, sehen wir uns in Wasserburg am Inn. Und in der Zwischenzeit viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. 180 Seiten wie immer. Und lasst gerne eure Kommentare da. Alles, was euch einfällt zum Weltmeisterschaftsgewinn von Martin Smolinski, zum Verlauf der Saison, zur deutschen Übermacht auf der Langbahn und auch zu manch anderen Themen, die wir angerissen haben. Ihr wisst ja, wir nehmen eure Meinung, eure Ansicht begierig auf und freuen uns über jeden Kommentar, über jede Anregung, die ihr da lassen könnt. Danke, dass ihr wieder unser Gast gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke fürs Reinschauen. Euer Norbert Okenga.